Willkommen zurück hier in Darmstadt beim German Tour Finale. Ich habe meine Pause quasi jetzt mal hinter mich gebracht. Ich hoffe, es geht jetzt von der Stimme wieder ein bisschen besser. Und wir sehen den nächsten Kracher hier auf dem TV-Tisch. Francesco Bustamante links im Bild gegen Marc Glatz. Mittlerweile für Luxemburg international am Start. Manche von Ihnen und euch, die schon ein bisschen länger Billard spielen, da rede ich jetzt von 25 bis 30 Jahren, die dürften ihn vielleicht noch kennen aus seiner Zeit in Leverkusen, als der PBC Leverkusen deutscher Meister war auch. Und da war Marc Glatz mit dabei und jetzt seit rund 20 Jahren in Luxemburg beheimatet, hat jahrelang kein Billard gespielt, ist jetzt so seit sieben Jahren wieder mit im Geschehen dabei und auch international mittlerweile für Luxemburg startberechtigt. Hat zum Beispiel die Europameisterschaft gespielt und auch den World Cup of Pool Qualifier. Und da ist Luxemburg Zweiter geworden, meine ich, oder Dritter. Dritter. Und hatte doch große Hoffnungen, sich erstmals für den World Cup of Pool zu qualifizieren. Es war nämlich immer der Fall in all den Jahren zuvor, dass durchaus mal die ein oder andere Absage gab beim World Cup of Pool aufgrund von Visa-Problemen, was auch immer. Und immer wieder mal Nachrücker gesucht wurde und das war dann meistens europäische. Und da hatte sich Luxemburg schon Hoffnung gemacht, mitspielen zu können und es gab wohl erstmals so ungefähr keinen Ausfall und damit konnte auch Luxemburg nicht mitspielen. So, und jetzt haben wir hier den Marc gleich mal am Tisch, schön abgerutscht, war trotzdem kein Foul, alles korrekt abgewickelt, er bleibt am Tisch, hat ein bisschen Glück gehabt. Und darf weiter spielen, hat jetzt hier letztendlich, wenn er die Stellung 2 auf 3 schafft, kein größeres Problem mehr jetzt sichtbar. Aber 2 auf 3 ist schon mal ein Wort. Heißt Blau auf Rot. Versenkt und bleibt im Safe, im Schatten der 5 liegen. Genau das war halt eben das, was zu befürchten war. Wir spielen 10 Ball in einem Satz auf 6 Gewinnspiele. Wer zuerst 6 gewonnen hat, darf sich als Sieger dieser Partie fühlen. Und das Ganze findet statt in der Zwischenrunde des German Tour Finals. Dort spielen insgesamt 31 Vierergruppen. In jeder Vierergruppe ein Doppel-K.O.-System. Das sogenannte AB-System, das bedeutet, derjenige, der 2 Spiele in Folge gewinnt, ist Erster der Gruppe. Analog dazu, wer 2-mal in Folge verliert, ist Letzter. Und die 2, die dann jeweils 1-1 stehen, bestreiten das entscheidende Spiel um Platz 2 und 3. Und genau die ersten 2 qualifizieren sich dann für die Endrunde. Und der Vierte ist ausgeschieden und der Dritte hat heute Abend um 9:30 nochmal die Chance in einem Playoff. Im Einfach-K.O.-System 3 Gewinnspiele, nochmal die Chance, um einen weiteren Startplatz für die Finalrunde zu kämpfen. Und hier sehen wir das Spiel der Gewinnerrunde. Also sowohl Francesco Bustamante als auch Marc Glatz haben ihre Auftaktbegegnung gewonnen. Bustamante gegen Jan Herz, das haben wir im Stream gesehen. Und Marc Glatz gegen Erik Soltau. Der Gewinner ist also morgen wieder und der Verlierer muss sich dann gegen den Gewinner aus Erik Soltau und Jan Herz messen. So ungefähr das System. Für meine Begriffe übrigens auch das System, was angewandt wurde bei der Fußball-WM 1954, als ja Deutschland bekanntermaßen 2-mal gegen die Türkei gespielt hat, weil nämlich meine Südkorea 2 Niederlagen hatte und Ungarn 2 Siege und Türkei und Deutschland damals je einen. Also das System ist eigentlich uralt, wird auch heute kaum noch verwendet.
hat aber den großen Vorteil, dass man sofort klar weiß, wer erst der zweite, dritte, vierte ist. Keine direkten Vergleiche, pipapo, sondern es ist sofort klar, wer ist erster, zweiter, dritter, vierter. So, nachdem der Marc Glatz vor rund 2-3 Minuten an die Position auf die 3 verpasst hatte, ist ein wahrer Kampf um selbige Kugel entbrannt. Marc Glatz greift zum Jump Kö und sagt auch die 3 an. 10 Ball ist ja ein Ansagespiel, jede Kugel muss angesagt werden. Bärenstarker Jump, geil, aber Pech. Sehr viel Pech hier für Marc Glatz. Schöner Jump, schön getroffen, glasklar in die Mitte, die 3 versenkt und trotzdem mit leeren Händen dann am Ende dastehend. Das wird sich ein Mann wie der Francesco Bustamante nicht mehr nehmen lassen. Hätte hier durchaus einen leichteren Winkel sich hinlegen können, nämlich idealerweise fast gar keinen. Da muss er doch ein bisschen mehr Wegstrecke auf sich nehmen, hat es aber jetzt sofort korrigiert. Kerzen gerade 9, leichter Rückzieher dahin, wo die Weise herkommt. So ungefähr, hätte auch noch ein bisschen mehr ziehen können. War auch technisch nicht so einwandfrei der Stoß. Aber das langt. Das reicht gut und gerne zum 1:0 für Francesco Bustamante. Die Ränge sind voll. Nicht nur das, was man jetzt hier im Bild sieht, sondern auch noch an anderen Stellen, wo wir Tribünen aufgebaut haben oder Sitzmöglichkeiten haben. Auch die sind voll besetzt. Wunderbar, so muss das sein. Danke für den Besuch und alle, die sich noch überlegen. Schaut vorbei, heute Abend zum Beispiel, ab 21 Uhr geht's so rund hier auf dem Center Court. Das Doppel Bustamante Reyes gegen Joshua Filler und Rafael Wahl, das Duell der Generationen. Und später dann noch die schnellsten Spieler Europas, Tony Drago und Joshua Filler, Shotclock 15 Sekunden. Da wird's einschlagen, boom, boom, boom. Ja, jetzt schlägt es auch gleich wieder ein, weil Francesco Bustamante hat doch ein ziemlich hartes Break. Zwar nicht mehr so wie vor 20 Jahren, als der ganze Körper reingeflogen ist in den Stoß.
Nach erfolgreichem Break ist das jetzt hier eigentlich Formsache. Stellung 7 auf 9 als letztes Problem in Anführungszeichen. 6 jetzt versenken, weiße zurückholen, ein bisschen Richtung Tischmitte. Hätte gut und gern auch noch ein paar Zentimeter mehr sein können. So muss der Django jetzt mit ein bisschen Konter-Effi arbeiten, um die Weiße auf der rechten Tischhälfte zu halten, um dann möglichst wenig Winkel zu haben auf die 9, um die Weiße wiederum in der Hälfte des Tisches halten zu können. Und dann ist... Und dann würde ich sagen, dann ist auch die 10 einfach. Und dann verschießt er die 9. Seltener Fehler. Seltener Fehler, vor allen Dingen bei den doch recht großen Taschen hier in Darm. Marc Latz macht natürlich jetzt hier das 1-1. Das war natürlich jetzt auch für ihn dann nur reines Routineprogramm. Und dann werfen wir mal einen Blick auf die Werbung. Billard Beckmann, Hauptsponsor, Main Sponsor of the German Tour. Billard Beckmann, Brunswick und McDermott heißen die Exklusivmarken. Break von Marc Glatz, die zwei Kugeln hinter der 1. Die müssen wir uns anschauen. Nee, hat er nicht ansatzweise bekommen. Die 3 fällt ins Eckloch. Jetzt habe ich glatt den Stoß verpasst. Beschäftige mich gerade parallel auch noch mit Facebook, damit hier auch unsere Fans dort auch auf der Höhe sind. Wir kriegen hier öfter eine Anfrage, warum aus dem K60 nicht mehr der Livestream gezeigt wird. Es gab noch nie einen. Aus dem K60. Warten wir auch nie angekündigt, also von daher die Fragestellung etwas verwirrend.
Ja, immerhin hat der Sascha Becker hier, glaube ich, von seinen 3, 4 Fragezeichen, die er bei Aufgenommen hingeschrieben hat, mal 2, 3 weggenommen, oder? Ist immer so aggressiv, die Schreibweise. Kann man vielleicht mal ein bisschen eindämmen, sei mal hier an dieser Stelle gesagt. Immer diese 28 Ausrufezeichen und 500 Fragezeichen in Großbuchstaben. Kann man sich vielleicht mal sparen. Auf dem Rückweg trifft der Marc Glatz die 5. Die 10 läuft danach an die Bande. Korrekter Stoß. Starker Kiss-Shot, stark. Die Weise abprallen lassen von der 7 auf die 8, ein korrekter Stoß, 8 angesagt. Und sich die 7 noch wunderbar hingelegt, lang die Bande runter. Genau zwischen 9 und 10 die Weise gelegt, auch schwerer als es aussieht. Läuft öfter mal Gefahr, auch die Weise hinter der 10 zu platzieren. So, nun die finale 10. Einen ähnlichen Ball hat er vorhin verschossen. Das sollte nun nicht wieder vorkommen. Tut's auch nicht. 2-1 Francesco Bustamante. Im zweiten Stream nicht minder hochkarätig übrigens Antonio Benvenuto, italienischer World Cup of Pool Spieler. Also wer dort mal einen Blick riskieren will, kann auch mal rüberschalten, allerdings dort unkommentiert. Ich schaue derweil mal auf Ergebnisse der 13 Uhr Gruppen. Da ist der Thomas Damm durch die Gewinnerrunde marschiert mit 2-6-5 Siegen. Und auf der Verliererseite spielen jetzt Tobias Heuss und Sascha Jülichmanns den zweiten Qualifikanten aus. Der Andreas Hoschkowski ist durch, während Ivo Arz und Meret Schresat um einen weiteren Platz spielen.
Was wir gerade sehen, ist Antonio Benvenuto gegen Philipp Schröder auf dem zweiten Stream. Philipp Schröder aus Wolfsburg, mich nicht alles täuscht. Und auf der Gewinnerseite ist Philipp Stojanovic aus Fürstenfeldbruck durch. Sebastian Stab ist durch, gerade im Stream gesehen. Marco Spitzki auf der Verliererseite, 3-2 vorne nun. Markus Buck, da haben mich schon Leute angesprochen. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Ein bärenstarker Spieler ist das. Spielt in Straubing, zweite Bundesliga. Das ist nur die zweite Mannschaft in Straubing. Muss man sich mal vorstellen, welche Qualität dort spielt. Er ist durch. Klaus Zubrek ist der Altmeister. Schlägt Oliver Schumacher 6-5. Oliver Schumacher hier in Hessen seit Jahren eine wahre Größe. Die weiteren Gruppen aus der 13 Uhr Startzeit, 13:30 Startzeit, sind noch nicht so vorangeschritten. Da ist jetzt interessant, Oliver Artmann gegen Jan Wolf, beide beim BC Hamburg beheimatet, steht es 5-5. Wer wird durchgehen durch die Gewinnerrunde? Georg Wilhelm, respektive Wilhelm Georg. 6-4 gewonnen gegen Tobias Bonger, ist damit qualifiziert. Verbandsliga Deggendorf aus Niederbayern. Aber der Willi ist, weiß Gott, kein Verbandsligaspieler. Der hat jahrelange Erfahrung in der ersten und zweiten Bundesliga. Mal schon mal einen Blick auf 17:30 werfen. Da sehen wir dann auch ein paar Mädels. Ina Kaplan ist am Start. Christina Schagan. Nico Ottermann ist zwar kein Mädel, aber er ist auch dabei. Geronimo Weißenberger. Martin Pukundke gegen Nick Vandenberg. Das ist ja hier eine Livestream-Übertragung wert. Julian Kortüm. Pinneberg Open. Django Bustamante geschlagen. Auch ein Kandidat für den Livestream. Also wir haben hier noch ein großes Programm, bevor dann um 21 Uhr von Reyes live zu sehen sein wird. Spätestens 21 Uhr, weil vorher, er spielt ja auch noch im Einzel. Gut möglich, dass wir ihn so um 18, 18:30 im Einzel erleben. Schauen wir mal. Derweil Francisco Bustamante on fire. USA und präsentiert in Deutschland von Billard Beckmann. Eine Kugel bekommen, zwei Kugeln sind gefallen. Stellung 1, ja, machbar aufs Mittelloch. Danach die 2, kein großes Thema die Stellung. Dann geht's hoch zur 3 und da ist ein Problem. Das Beste wäre, wenn er dort auf die rechte Seite der 3 stellen kann und die 3 nach links versenkt. Oder täuscht mich da der Bildschirm und es ist die 5. Ich habe jetzt auch keine direkte Sicht auf den Spieltisch, weil alles voller Zuschauer ist. Ich muss mich jetzt hier voll auf mein Bild hier verlassen. Aber das ist doch die 3. Also jetzt über lange Bande, kurze Bande und dann lange Bande geht es dann zur 3. Das ist der Plan. Unterhalb der 10 und der 3. Und dann zwischen 3 und 8. Ne, da hat er die... Hat er Glück mit der Position, aber das wollte er nicht so. Da hat er die 2 doch so dünn versenkt am linken Eck der Ecktasche. Kann man noch ein bisschen künstlichen Winkel noch produzieren. Ich glaube nicht, dass er das wollte. Er wollte eigentlich untenrum, so wie ich es gesagt habe. Weil er nämlich jetzt hier in Kauf genommen hat, dass er ein bisschen Glück braucht, um auf Stellung zu kommen. Und das will natürlich jeder Spitzenspieler vermeiden. Möglichst wenig Glück herauszufordern. So, die 4 an der 6 vorbeizaubern. Ja,
gelungen. Und dann liegt der Rest quasi vor dem Loch. 6, 8, 9. Und die 10 sollte auch noch irgendwie machbar sein. Weise direkt an der Bande. Ja, ein bisschen unangenehm. Man sieht nur ein Drittel, ein Viertel von der Weise. Mehr ist es ja nicht. Da zuckt auch der Francesco Bustamante mal kurz. Und hier habe ich gleich vorne drei Kollegen aus Neuansbach von meinem Ex-Verein. Das ist schön, dass die da sind. Aus meiner ehemaligen Heimat. Na, schwenken wir zurück. Der Francesco versackt da quasi im Hintergrund, schwarz auf schwarz. Könnte sich auch gut verstecken da in der Ecke. Blue White Ball Billard TV, watch us on YouTube, find us on Facebook. Bernd Schmotz in der Regie präsentiert uns hier gemeinsam mit Real Life die Bilder. Kombi auf die 10. Fast verpasst. Bin gerade am Tippen. Immer wieder Fragen erreichen uns, respektive auch meistens natürlich Lob, muss ich schon sagen. Da bedanken wir uns auch für, dass die Resonanz auch zu Hause so gut ist. Das ist natürlich auch eine wichtige Bestätigung für die Arbeit von allen Leuten, die damit zu tun haben, mit dem ganzen Turnier. Sei es dann, wo alle Fäden zusammenlaufen, beim Achim Gabi, der hier quasi als Supervisor unterwegs ist, überall, quasi, der läuft den ganzen Tag im Kreis und überall bleibt er stehen und klärt hier das und das und das und geht weiter und immer den ganzen Tag einmal durchs komplette Chaplins. Meist ist er natürlich hier am Livestream, weil das ist schon so das Wichtigste. Und natürlich auch Bestätigung für die Technik jetzt hier, Real Life, für Blue White Ball, für Pascal Niedecker mit seiner Software, wo die ganzen Ergebnisse hinterlegt sind, wir eine Live-Score präsentiert bekommen. Ja, und letztendlich dann auch hier Kommentatorenbox mit Ralf Eckert, den wir heute noch gar nicht gehört haben, weil er gespielt hat und jetzt wahrscheinlich sich von seinen Matches erholt. Er ist überraschend ausgeschieden. Und jetzt wahrscheinlich mal kurz eine Dusche nimmt etc. Den werden wir, denke ich, heute Abend wieder hören.
Schöner Ball, gar nicht mal so einfach. Und gleichzeitig alle Probleme gelöst. Tangente links rüber an die lange Bande. Und raus Richtung Tischmitte. 5 ins Eckloch, 6 ins selbe Eckloch, 9 vermutlich auch. Also, man muss darauf achten. 5 auf 6, bei der 6 brauchen wir dann den entsprechenden Winkel, um auf die 9 zu kommen. Wie wir es auch schon öfter heute hatten und die ganzen Tage zuvor, immer 2 Kugeln voraus, die 5 stellt die 9. Heißt es dann so in der Abkürzung. Genauso macht es der Marktplatz, Winkel wunderbar eingestellt. Brauche die 9 nur noch reinspielen, die 6 nur noch reinspielen und Stellung 9 passiert mehr oder weniger automatisch. Auch hier jetzt ein bisschen darauf achten, einen kleinen Winkel zu haben, sprich nicht direkt an die lange Bande, sondern etwas weiter links davon, sodass man einen Winkel hat, um dann mit einem leichten Rückläufer wieder Richtung Tischmitte zu kommen. Hätte er sich ruhig ein bisschen mehr Winkel hinlegen können, der ist eigentlich schon sehr flach. Er wird es wahrscheinlich mit dem Nachläufer lösen und runter an die kurze Bahn dann wieder hoch. So ist es. Fast an die Innenkante des Ecklochs gekommen. Wenn das passiert wäre, wäre die Weise noch mehr verhungert, als es ohnehin schon ist. Aber der Marktplatz wird die 10 auch versenken können. Da bin ich ziemlich sicher. Wird damit den nächsten Punkt auf der Habenseite verbuchen und den 3-4-Anschluss herstellen. Oh, der war eigentlich nicht so schwer. Der war nicht so schwer. Eigentlich neigt man dazu, so einen Ball dann doch eher zu dünn zu spielen als zu dick. Also so geht es mir zumindest und meine jahrelange Beobachtung. Aber er hat ihn tatsächlich zu dick getroffen. Und weit verschossen, weit. Hat nicht mal geklappert. Das ist natürlich jetzt eine Art Vorentscheidung. 5-2 und Break Bustamante ist komplett was anderes als 3-4 und Break Klatz. Das könnte theoretisch der letzte Besuch gewesen sein für Marktplatz hier am Tisch. Ja, was natürlich schade wäre für ihn. So, jetzt kommt gerade nochmal die Frage nach dem Playoff. Wir spielen ja heute in 4er-Gruppen, in 31 um genauer zu sein. Und die ersten 2 qualifizieren sich für die Endrunde. Das sind dann 31 mal 2 ist 62. Plus Joshua Filler, der als Ranglistenerster der German Tour Rangliste für die Finalrunde qualifiziert ist. Das sind dann 63. Und um das Ganze voll zu machen, brauchen wir 64. Und ich muss was trinken. Dann erkläre ich es gleich weiter. Kleinen Moment. Bei 63 waren wir stehen geblieben und dann haben wir natürlich noch einen Startplatz frei. Und dieser wird ermittelt durch alle Gruppendritten, theoretisch also 31 Startplätze. Und dort wird gespielt im Einfach-K.O. auf 3 Gewinnspiele. Und zum Schluss bleibt einer übrig. Und dieser eine, kann auch eine Frau sein, wird sich dann noch qualifizieren für die 64er Endrunde. Das ist quasi eine Second Chance. Meine persönliche Erwartungshaltung ist jetzt nicht, dass alle 31 auch wirklich teilnehmen. Irgendwas um die 20 habe ich geschätzt. Lass mich da überraschen. Also wenn es wirklich 31 sind, dann würde das riesig für die German Tour, für das Finale sprechen. Auch mit 16 wäre ich eigentlich schon zufrieden. Ja, weil viele sagen sich natürlich auch, ah, komm, egal, ich fahre heim und verbringe den Sonntag mit meiner Familie und schaue mir die entscheidenden Spiele dann im Livestream an. Aber ich habe auch schon von dem einen oder anderen gehört, natürlich spiele ich, logisch.
Ich will in die Endrunde. Ich will dabei sein. Na, schauen wir uns das mal an. Jetzt sind wir erstmal noch eine Stufe davor. Wir sind in der Gruppenphase. Wir haben drei Blöcke. Der Block um 10 Uhr ist schon etwas länger fertig. Der Block um 13.30 Uhr geht in die Endphase. Und der Block um 17 Uhr wird dann, denke ich mal, hier als nächstes auf diesem TV-Tisch dann eröffnet. Ich gehe davon aus, dass beide Partien auf dem TV-Tisch beendet werden. Sprich diese hier und dann am Nebentisch sehe ich stets 3-2. Da wird es wohl noch eine Minute länger dauern. Und dann gibt es hier für alle 17 Uhr Spieler noch eine Begrüßung. So würde ich das, denke ich mal, handhaben und so war es auch immer. Und dann geht's los mit 17 Uhr. Mit der Gruppe wahrscheinlich natürlich erst dann so gegen 17.30 Uhr. Und dann mit F&Ray ist vielleicht der gleiche direkt am Tisch. Jetzt erstmal Marc Glatz mit absolut einem machbaren Tisch. Geht er aber großes Risiko ein, dass er dahinter 9 und 10 landet. Schiebt sich die 9 und die 10 auch zusammen, was natürlich überhaupt nicht in seinem Interesse lag. Weil was er zusammenschiebt, muss er auch irgendwann wieder auseinanderschieben. Weil spielbar ist die 9 nicht. Dann ist die Frage, wie er das lösen will. Eine Möglichkeit wäre jetzt direkt mit der 3. Jetzt die Weiße. Braucht aber auch viel Druck. Der Winkel ist nicht großartig. Da muss er jetzt recht fest spielen. Da kann man jetzt erwarten, dass es richtig fest wird. Wird sich vielleicht der andere noch fragen, wieso? Aber es sieht eigentlich gar nicht danach aus. Ja? Nee, er geht erstmal auf Stellung 5. Vielleicht denkt er 6. Jetzt also die orangene Kugel in die Ecktasche, Stellung 6 aufs Mittelloch und dann lösen. Weil irgendwann muss das ja angehen. Das sieht ganz gut aus. Na, jetzt nicht mehr wirklich. Könnte er vielleicht versuchen, ja, von hier sieht man es besser, die 6 ins Eckloch, weiße Nachläufer und auf die 9. Ist die Weiße auf der 9 bremst? Ja. Gut gemacht, sehr gut. Gibt es auch verdienten Applaus. Da hat er das Problem, das er selbst kreiert hat, wieder auseinander gebastelt. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch Stoppball 7, Stoppball 8, leichter Nachläufer 9 und die 10 nach links ins Eckloch. So, da kann man natürlich auch einen leichten Nachläufer machen, dass er dann die 9 ins Eckloch spielt und die 10 ins selbe Eckloch. Gibt es auch als Möglichkeit. Das kann man quasi nach Gutdünken gestalten und jederzeit auch ein bisschen korrigieren. Da hat man viel Spielraum. Und den nutzt der Marc Glatz auch aus und es steht nur noch 3-5. Stellen wir uns mal vor, dass der Marc Glatz den 3-4 Anschlusstreffer geschafft hätte. Wären wir jetzt bei 4-4. Alles graue Theorie, ich weiß. Weil es hätte ja auch jemand anders geprägt bei 3-4. Aber trotzdem für den Marc Glatz immer noch ärgerlich, so ein Spiel weggeschenkt zu haben. Aber es ist noch nichts verloren. Er ist am Tisch, er hat es in der Hand. Wenn er fehlerlos bleibt, kann Francesco Bustamante machen, was er will. Letztendlich bleibt er in der Zuschauerrolle.
2 ins Mittelloch, 1 bremst an der 3 unglücklich. Wenn die jetzt nicht gebremst hätte, wäre sie wunderbar in Position gelaufen. Ärgerlich. Dreieinhalbtausend Zuschauer sind gerade drauf, höre ich. Das ist natürlich schon mal eine richtig gute Zahl. Damit kann man arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur auf germantour.net ist, weil wir haben ja auch Zuschauer auf Billard aktuell, auf Facebook, auf Billard Area, auf Sportdeutschland TV. Aber 3.500 Zuschauer, das ist auch eine Zahl, ja, die ist wohl, glaube ich, einzigartig in Deutschland. Habe ich noch nicht gehört, die so eine hohe Zahl. Habe ja selbst auch schon die Stuttgart Open mitkommentiert, die auch super beliebt sind beim Publikum. Da bewegt man sich so ungefähr bei 1.500. Gut gelöst, das ist ausreichend, um eine gute Chance auf die 3 zu haben. Die 4 als übernächste Kugel, jetzt sehe ich aus der Kameraperspektive nicht, ob es wirklich die 4 ist oder die 5, es ist die 4, ja. Ist ja quasi so eine Art Staubsauger, kann also kleine Ungenauigkeiten ausgleichen, wenn die 3 gegen die 4 stößt, fällt die 3 auch ins Eckloch, aber er nimmt den direkten Weg. Jetzt müsste die Partie eigentlich aus sein. 4 versenken, weiße über eine Bande wieder Richtung Tisch mit, 5 ins Mittelloch, 6 ins gegenüberliegende Eckloch oder auch ins Eckloch, wo er jetzt die 4 versenkt hat. Gerne auch so. Ja, dann heißt es den Kombi treffen, 7 auf 10. Oder den Kombi umgehen, die 7. Auch ins Mittelloch, ins eine der beiden Mittellöcher. Eigentlich sind ja alle anderen 5 Löcher offen. Kann das. Werden wir jetzt gleich sehen, für was sich Marc Glatz entscheidet. Hat die 6 recht gerade eingestellt. Müssen wir mal sehen, ob da ein Rückläufer möglich ist zwischen 7 und 8 hindurch.
und die 7 dann ins Eckloch oder ins Mittelloch, je nachdem wie weit die Weiße rollt. Oder ob er, na, das sieht man jetzt aus der Position besser, er kommt nicht zwischen 7 und 8 durch. Muss auch aufpassen, wenn er einen Rückläufer macht mit dem Mittelloch. Vielleicht wäre es besser, einen Nachläufer zu machen. Er hat da einen Winkel, der zeigt an die kurze Bande. Wenn er einen Nachläufer macht, hoch rechts die Weiße, geht es an die kurze Bande direkt vorm Eckloch, dann an die lange Bande direkt am Eckloch und dann hoch Richtung Tischmitte. Da könnte er es zwischen 7 und 8 durchschaffen. Schwierige Entscheidung. Und vor allen Dingen hat man nur eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Es gibt keinen zweiten Versuch. Okay. Er sagt sich, ich sehe da keine andere gescheite Möglichkeit, als auf den Kombi zu stellen. Oder aber, er sagt die 7 an und nimmt die 10 auch als den eben schon erwähnten Staubsauger. Spielt die 7 ein bisschen in die lange Bande rein. Nee, er geht auf Kombi. Macht auch mehr Sinn, die 10 verdeckt zu viel vom Eckloch. Da sollte man einen Kombi schon ansagen. Alles andere ist zu viel Risiko. Jetzt heißt es quasi bewusst die 7 verschießen, um die 10 zu treffen. Das muss man im Kopf auch erstmal realisieren. Hat er gut gemacht. Sauber. 1A. Nur noch 5 zu 4. Oh, da geht die Weise weg. Und ein Kombi 2 auf 10. Das war's. Da schenkt sogar der Marktglatz schon ab. Da liegt direkt die Kombination 2 auf 10. Direkt aufs Mittelloch. Marc, also Francisco Bustamante braucht eigentlich nur die Weise hinlegen. Er macht es jetzt vielleicht sogar. Nee, er räumt alles weg. Spiel ist sowieso beendet. Er bräuchte nur die Weise an, ja, in der Nähe der 2 zu platzieren. Spielt den Kombi 2 auf 10. Fertig. Gut, bisschen kurioses Ende eines schönen Spiels. Francisco Bustamante damit qualifiziert für die letzten 64, während Marc Glatz auf der Verliererseite noch eine Möglichkeit hat. Da fällt dem Francisco Glatz.